Ich weiß genau, dass es altmodisch klingt, aber Schreiben hat sicherlich etwas mit Magie zu tun. Schreiben besteht aus Beschwörungsformeln, die Wirklichkeiten oder Tatsachen in Bann schlagen sollen. Es ist ein Modifizieren dieser Tatsachen, ein Durchlöchern dieser Tatsachen, ein Überbelichten dieser Tatsachen, ein Überwinden dieser Tatsachen, schreibt Nikolaus Born in Autobiografie, einem undatierten Text, nicht ohne den größten Mangel der Literatur gerade darin auszumachen, dass sie eben nicht die Wirklichkeit darstellt. Dingwörter sind nicht die Dinge selbst, aber es gibt da eine interessante Wechselbeziehung zwischen den Dingen und ihren verbalen Entsprechungen. Es ist nun einmal diese durchaus magisch zu nennende Wechselbeziehung zwischen den gewählten Wörtern und der nicht gewählten Wirklichkeit, die wohl jede, die schreibt, umtreibt und die das Arbeiten mit Sprache, ob am Schreibtisch, auf Demonstrationen oder in Plenarsälen, so heikel wie existenziell macht. Meine längst verstorbene Großmutter, nur 7 Jahre älter als Born, konnte Warzen durch Besprechen verschwinden lassen, auch wenn ihr auf diese doch erstaunliche Fähigkeit angesprochen dazu keine näheren Auskünfte zu entlocken waren. Das, was die damalige westdeutsche Bundesregierung Mitte der 70er Jahre von der Erdoberfläche verschwinden lassen wollte, waren hingegen keine erbsengroßen, gutartigen Hautwucherungen, sondern tausende Tonnen lebensbedrohlicher Rest- und Spaltprodukte aus der Kernenergie. Als Anfang 1977 die Wahl für das nationale Endlager auf einen Salzstock im dünn besiedelten Zonenrandgebiet am linksseitigen Elbeufer fiel, war, wie man heute weiß, politisch motiviert und gegen jede geologische Vernunft. Für Born, der mit seiner Familie in einem Nachbardorf wohnte und im Herbst zuvor hatte mit ansehen müssen, wie das eigene über Jahre mühsam renovierte Haus bis auf die Grundmauer niederbrannte, war es ein nochmaliger Verlust der selbstgewählten Heimat. So lassen sich die Worte, mit denen er im März 77 auf der Großkundgebung im Gorleben die Tatsachen in Bann zu schlagen versuchte, auch als Aufspaltung der Ohnmacht in Empfinden und Widerstand verstehen. Emotionalität ist das Beste, was wir haben, gegen schieres Geld- und Machtinteresse. Unsere unglücklichen Gefühle und Ahnungen, unsere Sorge und unsere Angst sind zugleich auch unsere Kraft und die lassen wir uns nicht versachlichen. Eine versachlichende Verwertungslogik sah Born auch in Begriffen wie Lebensqualität, Umweltfreundlichkeit oder Bürgernähe am Werke. Für ihn waren es Formeln der maschinellen und medialen zweiten Wirklichkeit, der Abhängigkeit des Rasters, in dem sich alles einpassen soll. Und der schon allein dem Wort selbst innewohnende, doppelbödige Wahnwitz einer atomaren Entsorgung wurde zum Kern seines großartigen Gedichts Entsorgt, indem er klagt: Mir fehlt die Zukunft der Zukunft, mir fehlt sie. Ein Jahr später ist er tot, kaum älter als ich es heute bin. Born erlebt weder die auf einer Waldlichtung über einem geplanten Bohrloch 33 Tage verwirklichte Utopie des Widerstands der Republik Freies Wendland, noch die Theorien der Anfang der 80er Jahre in den Vereinigten Staaten und der BRD einberufenen Arbeitsgruppen zur Atomsemiotik, die die radioaktiven Hinterlassenschaften der Menschheit weniger als lästigen Abfall begriff, sondern als ein der Nachwelt aufgebürdetes Erbe. Die ForscherInnen widmeten sich nicht der Entsorgung, sondern der Sorge, nicht dem Verschwindenlassen von Materie, sondern der Tradierung von Informationen über deren problematischen Eigenschaften. Und damit der dringlichen Frage, wie eine zukünftige Erdbevölkerung, egal ob menschliche Nachfahren oder außerirdische Lebensform, vor der unsichtbaren, doch über Generationen zerstörerischen Wirkung der radioaktiven Strahlung gewarnt werden können. Eine sprachbasierte Lösung wurde angesichts der Kurzlebigkeit von Wortschätzen gleich zu Beginn ausgeschlossen. Aber auch Warnschilder kamen als Lösung nicht in Frage. Man darf davon ausgehen, dass dem gelernten Chemigraphen Born die unzuverlässige Mehrdeutigkeit grafischer Symbole vertraut war. Schließlich kann ein schematisch skizzierter Totenkopf, selbst innerhalb eines Kulturkreises, je nach Kontext, drohende Lebensgefahr, seeräuberisches Freibeutertum, jedoch auch eine schier unüberschaubare Reihe von anderen Sachverhalten und Codes bedeuten. Kein Wunder, dass die AtomsemiotikerInnen 3- bis 4-dimensionale Vorschläge machten, wie die Installation eines künstlichen Mondes als eine Art extraterrestrischer Knoten im Taschentuch, die Züchtung einer bei erhöhter Radioaktivität in Leuchtfarben strahlenden Katzenart
Oder auch die Gründung einer Atompriesterschaft, die das Wissen über die schreckliche Wahrheit gleich einer Geheimlehre an nachfolgende Generationen weitergibt. All diese Ideen erscheinen weitaus weniger absurd als der naive Glaube politischer Entscheidungsträger, Atommüll in einem sogenannten Endlager entsorgt zu wissen, wenn dessen radioaktive Isotope Halbwertszeiten von 24.000 bis zu 4 Milliarden Jahren aufweisen. Die Halbwertszeiten von Literatur fallen ungleich bescheiden aus. Nicholas Born ist heute genauso lange tot, wie er am Leben war. Doch wer in diesen Tagen vor allem seine Gedichte, Aufsätze und Reden liest, kann dabei durchaus unserer eigentümlichen, zwischen Vergangenheit und Zukunft hängengebliebenen Gegenwart begegnen. Die Fakten holen die Fiktionen ein, heißt es in dem Text Fantasie an die Macht, Literatur als Utopie von 1975. Ja, die Fakten haben uns überholt. Wir alle erleben in diesem Jahr, wie Fakten die Fiktion überholen, wie Utopien gedeihen und verkümmern, wie auf der ganzen Welt Regierungen fortwährend Existenzsorge und Fürsorgepflicht gegeneinander abwägen müssen und wie die Ausnahmesituation Menschen auf die Straße treibt, die sich ihre Gefühle wie Born nicht versachlichen lassen wollen. Das magische Denken, das eine Voraussetzung für das Schreiben ist, nährt bisweilen auch eine dunkle und eine gefährlich unkontrollierbare Seite, die in unsicheren Zeiten wie diesen der Vernunft verborgene Weltzusammenhänge zu wittern meint und Worte hervorbringt, denen ich nicht wünschen kann, dass sie sich in Taten verwandeln. Auch Hass ist ein Gefühl. Ich selbst war als Kind viele Jahre lang überzeugt, dass der rot-violett glimmende Streifen am nördlichen Nachthimmel meines Heimatdorfs von der Strahlung des wenige Kilometer entfernten Kernkraftwerks Lubmins herrührt. Obwohl physikalische Gesetze zweifelsfrei dagegen sprachen. Wahr ist hingegen, dass das Wasser der Ostsee am Strand von Lubmin stets 1 Grad wärmer war, weil es den Kühlkreislauf des Atomkraftwerks speiste. Das KKW wurde 1990 abgeschaltet. Nach dem Fall der Mauer lag Gorleben plötzlich nicht mehr am Rande, sondern im Zentrum des wiedervereinten Deutschlands. Der Salzstock wurde übrigens vor ein paar Wochen, fast gingen die Meldungen in den Nachrichten unter, in einem Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung von der Liste der möglichen Standorte gestrichen. Es ist schade, dass Nicholas Born das nicht mehr erlebt hat. Ich bin sicher, er könnte uns dabei helfen, den kontaminierten, doch fruchtbaren Grenzbereich zwischen Fiktion und Fakten, zwischen Gefühl und Sachlichkeit, zwischen Sorge und Hoffnung zu beackern. Ich freue mich riesig über den Nicholas-Born-Preis. Haben Sie vielen, vielen Dank.